Lage. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen, Besucher, liebe Gäste, liebe Partner der Polis Convention, lieber Oliver Wittke. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, Sie hier heute Morgen begrüßen zu können. Es ist tatsächlich die 7. Polis Convention, die wir jetzt machen. 2015 war sie zum ersten Mal. Und ich höre, dass auch die Ministerin Ina Scharrenbach kommen wird. Sie war noch im Stau und freue mich gleich auch, wenn sie hier dazukommt. Für uns ist das natürlich eine spannende Situation, die wir in diesem Jahr haben. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch eine zutiefst glückliche und freudige. Denn nach den anderthalb Jahren, die wir alle miteinander hinter uns haben, ist es für uns als Team, als Verlag Müller und Bussmann, schon wirklich ein riesiges Glück, dass wir heute in einer Situation, die wir, muss ich Ihnen ehrlich sagen, vor einem Vierteljahr selbst noch nicht geglaubt haben, so durchziehen zu können als Veranstaltung mit dem Zuspruch, den wir über die Aussteller erhalten haben, aber auch tatsächlich über die Besucherinnen und Besucher, die sich angekündigt haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das fühlt sich für uns nicht wirklich grundsätzlich anders an als im Jahre 2019. Und insofern ist es wunderbar, Sie hier jetzt auch wieder vor Augen zu haben. Ich muss einen dreifachen Dank vorab erstmal aussenden. Und ich freue mich, die Ministerin Ina Scharrenbach, ich begrüße Sie ganz herzlich hier auch. Herzlich willkommen. Welchen dreifachen Dank? Der erste Dank, den ich aussprechen will, ist, und ich erinnere mich jetzt ans letzte Jahr, wo wir digital unterwegs sein mussten, der gilt tatsächlich allen Ausstellern, die wir auch hier wieder haben und die uns in den anderthalb Jahren tatsächlich treu die Stange gehalten haben. Wir sind ja kein Konzern und wir haben auch keinen großen Rückhalt, der uns über diese anderthalb Jahre hätte in einer gewissen Souveränität begleitet. Und dass dieser Zuspruch im letzten Jahr da war, ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Element gewesen, das uns auch bis zum heutigen Tag getragen hat. Deswegen an alle Aussteller hier unser ganz, ganz großen Dank. Mein zweiter Dank, der gilt tatsächlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn Sie können sich vorstellen, wenn man über zwei Jahre dann eine solche Strecke geht, dann kommen viele Fragen. Dann brauchen Sie Vertrauen, dann brauchen Sie Euphorie, trotzdem an die Dinge zu glauben, die man tut, Verlässlichkeit. Und ich für meinen Teil habe das mit großem Dank angenommen, dass auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mich getragen haben in diesen letzten anderthalb Jahren. Und ich hoffe, dass ich auch ein Guter war, der den Kurs vorgegeben hat. Jedenfalls an alle in meinem Unternehmen einen wirklich großen Dank und stellvertretend da hinten stehen zwei von Ihnen, die Susanne Peik und die Marie Sammet. Vielen Dank Ihnen. Ein dritter Dank, und das haben wir tatsächlich erst gemerkt in den letzten zwei, drei Monaten, gilt allen, die hier am Messebau beteiligt waren. Wir haben gemerkt, wie schwierig das für die Unternehmen war, überhaupt wieder Boden unter die Füße zu kriegen, mit Mitarbeitern, die das können, die jetzt zum Teil in andere Branchen gegangen sind, und mit welcher Souveränität und mit welchem Ehrgeiz all die Unternehmen uns hier tatsächlich, die uns auch die Jahre vorher begleitet haben, das mitgegangen sind, ist beeindruckend. Ich möchte allen, die hier beteiligt waren, deswegen einen dritten Dank aussprechen. Herzlichen Dank. Ich mache es jetzt kurz. In den zweieinhalb Jahren haben wir viel gelernt als Unternehmen. Und ich glaube, wir müssen sagen, wir haben viel Digitalisierung gelernt. Wir haben im letzten Jahr die Messe digital gemacht und es gibt viele Tools, die ich bis in die Universität mittlerweile selbstverständlich nutze. Zoom und Co., das kennen wir mittlerweile alle. Wir wollten das nicht lernen, wir mussten es lernen. Es war gut. Aber
Ich persönlich finde, das ist nicht das Ziel. Das Ziel geht darüber hinaus. Das Digitale ist ein Instrument für uns, aber nicht das Ziel der Dinge. Manchmal kommt mir das so vor, als ob wir das verwechseln in den Koordinaten. Das Ziel dessen, was wir zu tun haben, ist der Raum. Ich habe den Raum neu kennengelernt in den letzten 2 Jahren. Der Raum ist etwas, was wir unausweichlich miteinander teilen, wo wir Demokratie lernen, wo wir das Miteinander lernen, wo wir wissen, was wir als Menschen mehr brauchen als nur Funktion und Information. Mir ist das an den Studierenden klar geworden. Wenn wir die Seminare in Zoom gemacht haben, dann gucken mich aus zig Kacheln Menschen an und nach 1,5 Stunden schalten wir ab. Und ich denke die ganze Zeit, was ist mit den Studierenden? Die können sich vorher nicht treffen, die können sich hinterher nicht treffen. Wie arbeiten die das alles auf? Wir arbeiten nichts mehr auf mit den Kacheln. Wir sind im Grunde nur noch reduziert auf diesen Informationsaustausch. Der Raum gibt uns diese Möglichkeit. Und ich weiß bis heute nicht genau, warum es anders ist, wenn ich mich mit Menschen im Raum treffe, als vor dem Computer in Kacheln. Das Wort, was vielleicht etwas ungewöhnlich für Sie klingt, das kriegt mir seit langem vor Augen hin und her. Ich glaube, es ist etwas Seelisches. Ich glaube, dass es die Seele ist, die den Raum will. Und ich glaube, dass der Raum der Seele Atmosphäre geben muss. Deswegen suchen wir Orte, die wir attraktiv finden und meiden andere Orte. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass der Bildschirm seelenlos ist. Ich finde, es ist unsere Aufgabe, dem Raum diese Qualität zu geben, ihn in diesem Sinne auch neu zu entdecken. Es ist der Raum für das Miteinander im Öffentlichen, der öffentliche Raum. Es ist neuerdings für mich der Raum des Zusammenarbeitens, das Lernen, miteinander zu arbeiten und den Raum dafür zu organisieren. Und ich glaube, es ist auch der Raum, in dem wir miteinander leben, Leben teilen, in der Wohnung, in der Nachbarschaft, im Quartier, im Dorf, in der Kleinstadt und wo auch immer es ist. Ich finde, wir sollten das wieder ernst nehmen. Wenn Sie mich fragen, aus den 1,5 Jahren Corona nehme ich mit, dass der Raum eigentlich unser eigentlicher wertgeschätzter Bereich ist, um den wir uns kümmern sollten. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Ich wünsche Ihnen 2 wunderbare Tage, viele schöne Gespräche und weiß, dass die Ministerin gleich einen Anschlusstermin hat. Frau Scharenbach, ich freue mich, dass Sie auf die Bühne kommen. Herzlichen Dank. Ich brauche das nicht. Alles gut. Lieber Professor Bussmann, lieber Oliver Wittke, meine sehr geehrten Damen und Herren, back to life, back to reality ist das Motto der diesjährigen Polis. Endlich wieder in Präsenz. Insofern freut es uns natürlich im Besonderen, dass Sie alle den Weg A, heute Morgen zu uns gefunden haben, B, dass Sie sich hier auch als Ausstellerinnen und Aussteller natürlich beteiligen. Und die Polis wirft einen ganz besonderen Blick in diesem Jahr, insbesondere auf die Entwicklung der Innenstädte, auch natürlich auf den Bereich der Energetik. Das ist sehr wichtig und wir haben gerade im Hinblick auf die Innenstädte in Nordrhein-Westfalen wirklich vorgelegt im vergangenen Jahr, weil wir den Wandel im Handel oder den Handel im Wandel nicht erst seit Corona haben, sondern dem Grunde nach schon weit davor auch gemerkt haben, es ergeben sich Veränderungen und das wird auch das Gesicht unserer Innenstädte verändern. Und die Innenstädte sind etwas ganz Besonderes. Das ist der Kristallisationspunkt für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, für Handel, für Kultur, Tourismus. Alles kommt zusammen in eben diesen Innenstädten und deswegen haben wir im vergangenen Jahr gesagt, wir warten nicht, bis irgendein Effekt wirklich zuschlägt, sondern wir wollen die Städte und Gemeinden proaktiv in das Handeln bringen und haben deshalb das erste und bundesweit einmalige landesweite Innenstadt-Sofortprogramm aufgelegt, was inzwischen, das freut uns natürlich, in vielen Bundesländern kopiert wird. Der Bund hat es jetzt auch übernommen, fast 1:1 mit den Vorgaben, die wir hier in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben.
und wir haben die Städte und Gemeinden damit in die Lage versetzt, Leerstände anzumieten. Also wir sind ganz andere Wege gegangen und wir merken, dass das funktioniert. Und wir haben auch gesagt, bitte mach doch ein Innenstadtmanagement, ein Zentrenmanagement als Zukunftsmanagement. Das wird das Entscheidende sein. Und deswegen stehen wir kurz davor, einen dritten Aufruf zu veröffentlichen, nochmal hinterlegt mit 30 Millionen Euro, wofür ich den Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtages sehr dankbar bin. Ich sehe den Jochen Klenner in der Reihe sitzen und andere. Und dieser dritte Aufruf wird nochmal andere Akzente setzen im Vergleich zu denen, die seit dem vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden. Wir wollen insbesondere uns den Aufenthaltsqualitäten widmen. Und das wird, glaube ich, ganz spannend werden, weil wir damit auch einen, so hoffe ich, kreativen Prozess in den Städten und Gemeinden auch in der Bürgerschaft freisetzen werden. Mehr will ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Innenstadtentwicklung bedeutet aber auch, die großen Themen und Trends letztendlich mitzunehmen und zumindest zu diskutieren. Ich selbst bin keine Freundin von dem großen Vorhaben, alle Autos aus den Innenstädten rauszubekommen, weil das wenig sachgerecht ist, offen gesagt. Sondern wir werden den Verkehrsraum neu aufteilen. Das macht Sinn. Aber mit dieser Forderung, in die Debattenlage zu gehen, Autos raus, das ist schwierig, insbesondere für den Handel. Denn der Handel wird auch in der Zukunft zur Innenstadt gehören. Eine Innenstadt ohne Handel, ohne Gastronomie wird nicht stattfinden können, weil dann verliert diese Innenstadt ihren Marktplatzcharakter. Und wir haben uns in der gemeinsamen Innenstadtoffensive des Landes mit 12 Verbänden im März darauf verständigt. Und das ist unser Ziel, die Innenstädte zu den Marktplätzen des 21. Jahrhunderts zu machen und das mit vielen verschiedenen Aktivitäten zu unterlegen. Wir haben mehr Rechte eingeräumt bei der Entwicklung der Innenstädte. Und das ist etwas Besonderes, denn aus jeder Stadt oder jede Stadt, aus der Sie kommen, besser gesagt, könnte heute nie wieder 1:1 so gebaut werden mit dem heutigen Recht. Und deswegen haben wir insbesondere in der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Innovationsraum eingezogen für Umnutzungen, für Veränderungen in den Beständen, damit letztendlich diese Transformationsprozesse auch mitgezogen werden können. Und deswegen wünsche ich Ihnen heute viel Erfolg und in den 2 Tagen, die wir haben, viel Erfolg hier auf der Polis, viele gute Gespräche. Natürlich auch intensive Diskussionen. Das Tagesprogramm ist sehr umfangreich. Es wird viele Impulse geben, was ich sehr begrüße. Und wir sind fester Partner als Landesregierung bei Ihnen, bei der Polis. Insofern alles, alles erdenklich Gute, viel Erfolg und dann back to life. Das Motto ist gesetzt. Lassen wir es, ich würde fast sagen, krachen auf dieser Messe. Aber ich glaube, das ist so nicht vorgesehen. Insofern herzlichen Dank und alles Gute. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Ina Scharrenbach, lieber Professor Bußmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein dreifaches Dankeschön zu Beginn. Ein Dankeschön an die Macher der Polis Convention in diesem Jahr für den Mut, den sie hatten, eine Veranstaltung dieser Größenordnung in Präsenz durchzuführen. Ich glaube, wir alle genießen es, wieder face-to-face miteinander reden zu können, miteinander diskutieren zu können und auf Teams und Zooms und wie die Dinge alle heißen, verzichten zu können. Schön, dass Sie den Mut hatten. Gut, dass Sie die Entscheidung so getroffen hatten. Da gehörte viel Mut zu. Herzlichen Dank dafür. Ein herzliches Dankeschön, aber auch der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die zum wiederholten Male die Polis Convention unterstützt. Das ist ja mehr als ein Bekenntnis zu den Inhalten dieser Veranstaltung. Das ist das Angebot, gemeinsam Dinge zu bewegen und gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und die Fragestellungen, die hier heute diskutiert werden, das sind Fragestellungen, die nur gemeinsam gewuppt werden können. Das kann man nur gemeinsam hinbekommen mit der Privatwirtschaft, mit der Verwaltung, mit der Politik, mit der Wissenschaft. Und darum ist es gut, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung Professor Bußmann, sein Team und die Polis Convention so intensiv begleitet. Im Übrigen nicht nur bei dieser Veranstaltung, sondern auch ansonsten. Auch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und last but not least, das wäre alles nichts, wenn Sie nicht alle da wären. Darum auch Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie gekommen sind und dass Sie der Polis Convention die Treue gehalten haben. Auch das ist nicht gerade selbstverständlich in Zeiten, wo viele, auch große Konzerne, eine Policy haben, wo man lieber noch nicht reist, wo man lieber noch auf Videokonferenzen sitzt, wo man sich nicht live trifft. Und darum ist es gut, dass Sie alle hier sind und darum Ihnen auch allen ein herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, auf der Fahrt hierher, und ich bin heute Morgen um 4:30 in Berlin in den Zug gestiegen, ich hatte viel Zeit zu lesen,
habe ich noch mal im Internet geguckt, was Police Convention eigentlich bedeutet. Und ich will Ihnen einen Satz vorlesen, der mir ganz besonders gefallen hat. Da heißt es nämlich auf der Homepage: Auf der Police Convention versammeln sich all diejenigen, die unsere Städte in lebenswerte Räume transformieren wollen. Ja, genau das ist es und darum geht es. Und darum ist das hier ein Hochamt für all diejenigen, die sich professionell damit auseinandersetzen, wie die Zukunft unserer Städte, wie die Zukunft unseres Gemeinwesens aussehen soll. Und da will ich den ZIA als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft gar nicht ausnehmen. Denn schauen Sie, wir sind nicht nur ein Interessenvertretungsverband, das auch, ja klar, sondern wir haben auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Wir wollen, dass die Zukunft in unseren Städten lebenswert ist. Wir wollen Qualität bauen. Wir wollen Wohnraum schaffen. Wir wollen Gewerbeimmobilien zur Verfügung stellen, die nachhaltig sind, die bezahlbar sind und die einen Beitrag dazu leisten, dass die Klimaschutzziele von Paris erfüllt werden. Und darum sind die Fragestellungen, die hier gestellt werden, ja die richtigen. Es geht darum, wie es mit den Innenstädten nach Corona weitergeht. Es geht um Quartiersentwicklung. Es geht um Baulandmobilisierung. Es geht um die gerechte Stadt. Da geht es darum, wie wir Teilhabe organisieren. Es geht um die klimagerechte Stadt und nicht zuletzt geht es darum, wem gehört eigentlich die Stadt? Und die Stadt, die gehört nicht irgendjemandem. Die gehört nicht irgendjemandem, der Immobilien in der Stadt besitzt. Die gehört nicht irgendjemandem, der Geschäfte betreibt. Die gehört nicht jemandem, der wohnt in der Stadt, sondern sie gehört am Ende den Bürgerinnen und Bürgern. Und darum ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe von Privatwirtschaft, auch von Verbänden wie dem ZIA, von Politik und Wissenschaft, Stadt und Zukunft gemeinsam zu gestalten. Dazu wird die Police Convention auch in diesem Jahr einen wesentlichen Beitrag leisten. Und es wird ein nachhaltiger Beitrag sein. Es wird ein Beitrag sein, der nicht nur verpufft, der zwei schöne Tage hier in Düsseldorf in diesem wunderbaren Ambiente verschafft, sondern es wird ein Beitrag sein, der danach Arbeitsaufträge verursacht. Arbeitsaufträge für die Politik, Arbeitsaufträge für die Verwaltungen, Arbeitsaufträge auch für viele, viele Unternehmen. Das wollen wir begleiten als Zentraler Immobilienausschuss, indem wir Position beziehen, indem wir unsere Mitglieder dazu bringen, diesen gesamtgesellschaftspolitischen Anspruch eben tatsächlich in die Tat umzusetzen. Denn am Ende wird es nur gemeinsam gehen. Und darum wünsche ich der Police Convention 2021 nicht nur viel Erfolg, nicht nur viele gute Gespräche und Diskussionen, sondern einen ganz, ganz starken Nachklang. Man könnte auch sagen, Nachhaltigkeit in dem, was hier diskutiert wird. Lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Ich glaube, dann werden wir die Städte in Deutschland in eine Zukunft führen, die eine vitale, eine gute, eine auch traditionsreiche Zukunft sein wird. Denn die europäische Stadt ist alternativlos. Das hat die neue Charta von Leipzig noch einmal gezeigt. Ich möchte nicht die Stadt haben, wie es sie in den Vereinigten Staaten oder anderswo gibt. Wir hängen an der europäischen Stadt und müssen sie gemeinsam gestalten. Und deshalb alles erdenklich Gute. Und lassen Sie uns dieses Werk gemeinsam angehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Johannes Bussmann, liebe Ministerin Scharrenbach, lieber Herr Wittke, als Dritter im Bunde der Partner der Police Convention und das schon seit vielen Jahren, möchte ich Sie kurz begrüßen, Rainer Nagel, Bundesstiftung Baukultur. Und tatsächlich möchte ich den Satz von Johannes Bussmann aufnehmen: Es geht um den Raum. Es geht auch um den beseelten Raum und es geht um die Aktiven, die jetzt hier wieder zusammenkommen. Wir kommen aus Potsdam. In Potsdam-Brandenburg hat Theodor Fontane vor 200 Jahren sozusagen seinen Geburtstag gefeiert und in seinem letzten Buch Mathilde Böhring hat er unterschieden in diejenigen Menschen, die initiativ sind, die also gern mal zu sowas hingehen, wenn was geboten wird, und diejenigen Menschen, die Initiative haben, nämlich was in die Hand nehmen, was schaffen, was anbieten, vorangehen. Und dieser Marktplatz kann nur stattfinden, wenn so Menschen wie Johannes Bussmann und andere Initiative haben, was machen, wo wir hingehen können, wo wir uns wieder neu ausrichten können, justieren können, um voranzugehen. Und voranzugehen heißt, sich mit dem Raum zu beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass wir hier nur aus, sagen wir, professionellen oder geschäftlichen Gründen zusammenkommen. Wir haben ein Anliegen, wir haben eine intrinsische Motivation,
unsere Umwelt positiv zu gestalten. Das sind die öffentlichen Räume, das ist die Mobilitätsfrage, die in den Innenstädten, aber auch ansonsten für uns wichtig ist. Und es ist das Thema der Umbaukultur, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Ich habe mit Freude gehört, dass es da sozusagen neue Überlegungen gibt, im Umbau quasi wieder Augenhöhe oder Beinfreiheit zu verschaffen, damit wir wieder Städte bauen können, wie wir sie früher gebaut haben, wie wir sie alle lieben. Dichtere Städte, lebendige Städte, wo vieles zusammenkommt. Ich bin total froh, dass es zu diesem Marktplatz jetzt wieder analog kommt. Letztes Jahr war das ja digital, aber übrigens auch hervorragend, wie weit ihr gegangen seid mit diesem digitalen Format. Letztes Jahr stand ich, weiß gar nicht, ob Sie es gesehen haben, als Avatar auf der Messe. Das heißt, ich musste mich kurz sozusagen dreidimensional bauen lassen. Das habe ich sehr kurzfristig entschieden, nämlich erst 2 Tage vorher. Und dann bin ich von dem Unternehmen, das mich herstellen musste, gefragt worden, müssen Sie gerickt werden? Ich sage, was? Gerickt? Brauchen Sie ein Rückgrat? Müssen Sie sich bewegen? Nein, habe ich gesagt, ich stehe nur am Stand, ich brauche kein Rückgrat. Aber wir brauchen hier ein Rückgrat. Und deshalb ist es gut, dass wir wieder da sind mit Rückgrat, uns bewegen können. Viel Freude an der Messe. Einen herzlichen Dank für Ihre Grußworte und damit auch von mir ein herzliches Willkommen hier auf der Polis Convention 2021. Wie schön, Sie wieder hier zu sehen, hier in dieser wunderbaren Location auf dem Areal Böhler in den alten Schmiedehallen. Ein herzliches Willkommen geht aber auch doch ein bisschen raus, denn nicht nur wir hier treffen uns heute vor Ort, sehen uns face to face, worüber wir uns alle freuen. Genauso ein herzliches Willkommen geht an die Menschen, die vor den Computern sitzen, vorm Smartphone, wo auch immer, die den Livestream hier verfolgen und so auf diese Art und Weise an der Polis Convention 2021 teilnehmen können. Ich bin Yvonne Peterwert, möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über das Programm, das jetzt in diesem Moment ja startet. Die ersten gehen schon los. Es wird gleich einen Rundgang geben über die Polis Convention 2021 mit der Ministerin Scharrenbach. Außerdem ist natürlich der Initiator dabei, der Polis Convention 2021, Professor Bussmann. Und die Oberbürgermeisterin aus Köln, Henriette Reker, wird diesen Rundgang ebenfalls begleiten. Dann geht es direkt weiter hier auf der Hauptbühne, nämlich mit dem ersten Panel. Sie haben es gehört, es erwarten Sie viele spannende Diskussionen. Das ist so üblich auf der Polis Convention 2021. Das erste Panel unter dem wunderbaren Titel Wiedersehen macht Freude. Wir kümmern uns dann später noch um das Thema Wohnen natürlich und werden erfahren, dass Wohnen viel mehr ausmacht als nur die eigenen 4 Wände. Und am Nachmittag dann das Thema Bodenhaftung, das auch sicherlich viele spannende und interessante Einblicke parat haben wird. Das ist so üblich auf der Polis Convention 2021, wenn Sie in den vergangenen Jahren dabei waren. Auch digital haben wir es im vergangenen Jahr getan. Wir haben den Polis Award verliehen und das wollen wir auch heute Abend wieder tun. Das ist immer ein ganz wunderbarer Abschluss des ersten Messetages. Also wir freuen uns, wenn wir Sie dann heute Abend spätestens hier wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit hier auf der Polis Convention 2021. Netzwerken Sie, treffen Sie Menschen, haben Sie einfach einen erfolgreichen ersten Messetag. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, alles Gute und bis später. Dankeschön.